are ready to wake up. Wir müssen schnell und konsequent reagieren, denn Corona ist wieder da. Wir stehen mitten in der Pandemie. Das Virus ist da, auch wenn es nicht sichtbar ist. Ein Impfstoff gibt es noch nicht, ein Medikament auch nicht. Wir müssen jetzt die Zügel wieder anziehen und sie nicht lockern. Zunächst einmal ist es eine Kompetenz der Länder zu handeln. Und man sieht ja, dass sie durchaus unterschiedlich handeln. Zum Zweiten hat die Bundesregierung insgesamt Verständnis dafür, dass Bürger dazu Fragen haben. Corona, Covid-19, Corona-Leugner, Inzidenz, exponentiell, Evidenz, Lockdown, Lockdown-Light, PCR-Test, CT-Wert, Querdenken, Demos, Covidioten, Übersterblichkeit, Allgemeinverordnungen, Regierungskritik und heute ganz frisch vom Thüringer Ministerpräsidenten Gefährdung der inneren Verhältnisse. Also ganz schon viel Zeug, was uns da seit März diesen Jahres um die Ohren fliegt. Demokratie braucht Kritik. Demokratie lebt von einer kritischen Öffentlichkeit. Und deshalb ist es erforderlich, dass die Maßnahmen, die getroffen worden sind, auch immer wieder neu diskutiert worden sind, ob sie notwendig sind, ob es Alternativen gibt, wie lange sie möglicherweise notwendig sind. Und über all das möchte ich mich heute unterhalten, und zwar mit Jens Berger, Bestsellerautor, aber in seiner Funktion heute Redakteur der Nachdenkseiten, dem erfolgreichsten Online-Magazin für die kritische Öffentlichkeit, meiner Meinung nach eigentlich das in dieser Form bedeutendste Online-Format in Deutschland. Hallo Jens, schöne Grüße aus Oberbayern. Ja, grüß dich, schöne Grüße aus dem Harz. Okay, selber schuld. Also, danke, dass du dir Zeit genommen hast für mich. Und du beschäftigst dich ja tagtäglich mit dieser sogenannten epidemischen Lage. Und damit natürlich auch mit all den Wörtern oder der Wortlitanei, die ich vorher gerade vorgelesen habe. Ich musste sie vorlesen, weil es einfach zu viel ist. Ganz allgemein gefragt, um den Einstieg mal leichter zu machen. Was ist los in Deutschland? Werden wir alle sterben? Na, sterben werden wir mit Sicherheit nicht alle. Wie gefährlich Corona jetzt konkret ist, mittlerweile ganz anders als während des ersten Lockdowns im März, April, verfügen wir ja momentan da schon über recht konkrete und belastbare Zahlen, auch international, nicht nur in Deutschland. Und ja, was mich immer so ein bisschen wundert, ist, dass diese Lage so als einmalige Situation dargestellt wird. Hin und wieder kommen nochmal Vergleiche zur spanischen Grippe 1918, 1919. Aber ansonsten wird das Ganze halt als ja riesige Katastrophe dargestellt, die bei uns kommt. Das muss man allerdings ganz klar sagen, gegen die Zahlen momentan ganz einfach nicht her. Wir haben eine Sterblichkeit von rund 0,4%, die allerdings auch noch extremst altersabhängig ist. Das kann man so vergleichen mit so einem Hockeyschläger. Ab einer bestimmten Altersgruppe, so ab 70 Jahre ungefähr, ist auch immer stark abhängig davon, vom gesundheitlichen Status der Person, steigt die Sterblichkeit rasant an. Das ist richtig. Aber für ja, Personen unter 70, vor allen Dingen für Personen unter 50, hat sich Covid-19 eigentlich als ja eine vergleichbar milde Krankheit, also jetzt verglichen mit den Krankheiten, an denen man sonst sterben kann, wohlgemerkt, also es ist kein normaler Schnupfen, das ist schon klar, dargestellt. Und allein aus diesem Grunde habe ich eben auch so ein bisschen, doch arge Probleme, wie weit nicht nur in Grundrechte angegriffen wird aufgrund dieser Epidemie, sondern auch was für Kollateralschäden mit diesen Maßnahmen, die wir so schön als Lockdown zusammenfassen, einfach in Kauf genommen werden. Okay, den Lockdown hast du ja schon angesprochen, den wir im März hatten.
war das ja schon eine Katastrophe für viele Leute, die nicht mehr arbeiten durften. Böse Zungen sagen, es ist ein Berufsverbot, das würde ich jetzt nicht sagen, aber es gab halt viele, die nicht mehr arbeiten durften. So, und jetzt haben wir ab 2. November den zweiten Lockdown. Hast du eine Erklärung dafür? Hat man aus dem ersten nichts gelernt? Hat er nicht funktioniert? Oder warum gibt es jetzt den zweiten Lockdown? Ja, zunächst noch mal ganz kurz möchte ich noch mal zurückgreifen auf das, was du gerade eben gesagt hast. Das ist ja noch nicht nur eine ökonomische Sache. Die ökonomische Sache ist wichtig, sehr wichtig, aber es ist ja auch eine soziale Frage. Ich sitze hier in meinem Einfamilienhaus mit großem Garten. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich habe ohnehin einen Job, in dem ich im Homeoffice arbeite. Also mir persönlich könnte es eigentlich relativ egal sein. Ich habe durch den Lockdown jetzt keine großen Nachteile, außer im privaten Bereich, das ist klar. Aber stellen wir uns doch nun einmal vor, was die alleinerziehende Mutter, die Kita ist geschlossen, die ohnehin einen prekären Job hat, dann in einer Plattenbauwohnung von 40 Quadratmetern mit ihren zwei Kindern. Wie es der ergeht, wie geht es Familien in sozialen Brennpunkten, bei denen der Vater vielleicht Alkoholiker ist und zu Gewalttätigkeit neigt, was sich ja durch den Lockdown auch nicht unbedingt verbessert hat. Das sind so Sachen, die mir viel zu kurz gekommen sind bei der Debatte. Okay, jetzt zu deiner eigentlichen Frage. Nee, aber das war schon wichtig. Es ging nicht nur bei meiner Frage zu kurz, sondern das ist vielleicht auch noch ganz außen. Bei der ganzen Debatte, ja. Da liest ihr in der Zeitung wenig, das wird irgendwie so, oh mein Gott, die haben Ängste, was soll das? Es gibt auch eine gute Serie dazu, aber da sage ich jetzt nicht, wo es die gibt, weil die kommt aus Amerika. Die nimmt sich dieser Sache an und bringt in 8 Episoden etwas, wo man sagt, wie gehen die Leute mit diesem Lockdown um und welche Probleme haben sie damit? Okay, aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, du wolltest jetzt auf die eigentliche Frage kommen. Haben wir aus dem ersten Lockdown nichts gelernt und warum kommt jetzt der zweite ab 2. November? Ja, ich finde das mit dem zweiten Lockdown schon so ein bisschen überraschend. Also einerseits, jeder, der sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt hat, dem war eigentlich klar, dass im Herbst die sogenannten Positivergebnisse, die Fallzahlen, dass die massiv in die Höhe gehen werden. Das ist ja vollkommen normal. Inwieweit jetzt ja überhaupt diese Form des Lockdowns, den die Politik verabschiedet hat, ja, dort überhaupt großartig etwas dran ändern kann. Kleine Effekte wird es haben, das ist schon klar, ist mir persönlich auch ein Rätsel, denn selbst wenn man die unvollständigen Zahlen des Robert-Koch-Instituts sich anschaut, also im Großen sagen sie, sie wissen eigentlich gar nicht genau, wo man sich ansteckt. Und bei den Fällen, die sie es wissen, da spielen jetzt genau diese Bereiche, um die es jetzt geht, spielen da jetzt epidemiologisch gar keine große Rolle. Ich wüsste nicht, dass ein einziger Superspreading-Fall jetzt beispielsweise in Kinos, im Theater oder bei sonstigen Kulturveranstaltungen, Museen etc., jemals registriert wurde. Daher kann ich das jetzt auch nicht so wirklich nachvollziehen, dass es in Gaststätten und in Restaurants hin und wieder mal solche Fälle gab, das ist klar, wohl auch nicht zu vermeiden. Auf der anderen Seite ist ja gerade eben diese Branche war es ja, die seit Monaten kostspielige Hygienekonzepte entwickelt hat. Genau. Und da wird alles über einen Kamm wieder geschert. Es mag vielleicht in irgendwelchen Städten irgendwelche Kellerkneipen geben, die sich ganz einfach nicht an die Richtlinien halten, was in der Tat problematisch dann ist, aber die werden ja auch nicht kontrolliert. Und der ordentliche Wirt, Restaurantbetreiber, der diese Konzepte 1:1 umsetzt, der wird damit halt auch nicht nur materiell geschädigt, sondern auch die ganze Energie, die er da reingesteckt hat, der wird gar keinen Wert mehr beigemessen. Das finde ich so fürchterlich ärgerlich. Und auch undifferenziert. Das sind jetzt die in den Arsch gekniffenen, wie du richtig sagst. Ja, genau. Die haben nach dem zweiten Lockdown alles getan. Die haben da ihre Hygienekonzepte aufgestellt, haben wirklich ihre letzten Groschen genommen. Denn so lässig, wie es immer klingt, ja, die Bundesregierung zahlt ja für alle irgendwelche Ausfälle, dann schaut man sich das genau an. Viele Gelder wurden gar nicht abgerufen oder wenn sie abgerufen wurden, dann mussten sie hinterher wieder zurückgezahlt werden, weil es entweder zu kompliziert war oder weil die Leute dann festgestellt haben, okay, oh, das beträfe mich ja gar nicht, Mist. Also so,
Und jetzt haben sie alles wunderbar hergerichtet und ab 2. November können sie wieder zusperren. Also die Pleite wäre. Es ist in Einzelheiten ist auch ganz schwer zu vermitteln den Leuten. Wie gesagt, ich komme ja aus dem Harz. Der Harz lebt auch vom Tourismus. Der Tourismus ist ja für einen Monat mindestens, wer weiß, wie lange es dauert, jetzt wieder komplett eingefroren. Hotel, Übernachtungen aus touristischen Zwecken sind ja verboten. Da frage ich mich, was das soll. Also diese Konzepte, wie gesagt, die Hoteliers, die haben die Konzepte entwickelt, dass dort das Ansteckungsrisiko minimiert wird. Was machen Leute, die im Harz in den Urlaub fahren? In Bayern sieht es ja ähnlich aus. Sie wandern, sie fahren Mountainbike. Jetzt bei dem Wetter jetzt vielleicht ein bisschen weniger Mountainbike, aber Wanderer hast du dabei. Jetzt, wenn der Schnee wieder fällt, fahren die Leute Ski, Langlauf. Das sind jetzt nicht unbedingt Freizeitbeschäftigungen, bei denen ich da jetzt so ein großes Infektionsrisiko sehe. Und es ist ja nicht nur die Gastronomie, die jetzt, ja, es wurde ja angekündigt, was und Hotellerie, was in Einzelheiten noch gar nicht feststeht. Also ich kann mir das noch nicht wirklich vorstellen, dass die Umsatz-Einbußen jetzt wirklich voll getragen werden. Da wird noch ein ganz Bürokratiemonster hinterstehen. Aber es sind ja nicht nur jetzt die direkten Branchen, die da jetzt angesprochen sind. Der ganze Einzelhandel beispielsweise, der liegt ja auch darunter, gerade eben so in Tourismusgebieten. Ja, wer kauft diesen ganzen Andenkenkrempel? Bestimmt nicht die Einheimischen. Die Geschäfte können eigentlich auch dicht machen und die stehen meines Wissens nicht auf der Liste derjenigen, die jetzt Entschädigungen bekommen. Okay. Gutes Stichwort Andenkenkrempel. Ist zwar böse, aber das bringt mich zu einem Punkt. Und zwar, wir hatten ja in Bayern, wir waren ja wieder mal die Ersten im Landkreis Berchtesgaden, die ja den zweiten Lockdown, Lockdown Light, eingeführt haben. Und komischerweise, Hering vom Handelsblatt hat das ja auch geschrieben, hey super, im Berchtesgaden klappte es nicht, dort führen wir es doch bundesweit ein. Und ich habe mir dann die Zahlen angeguckt und es stimmt, es klappt wirklich nicht. Wir sind eingestiegen in Berchtesgaden mit 200 irgendwas, also furchtbar dunkelrot. Wir liegen mittlerweile 10 Tage nach Einführung des Lockdowns bei über 300. Also der Lockdown scheint so nicht zu funktionieren. Oder ist das auch so eine nachlaufende Geschichte, dass man sagt, naja, es dauert ein paar Tage, bis sich das beruhigt? Nö, bei denen ja gerade eben nicht, weil die Neuinfektionen, die haben ja eine relativ kurze Vorlaufzeit. Andere Marker wie Hospitalisierungen, Intensivbetten oder sogar Sterbefälle, die haben in der Tat eine etwas längere Vorlaufzeit, das ist klar. Aber bei den Neuinfektionen müssen wir eigentlich relativ schnell, so nach 4-5 Tagen müssen wir es eigentlich schon Daten darüber haben. Aber du sagst es ja auch ganz gut, ich meine, was jetzt in so einer Region wie Berchtesgadener Land, wenn dort dieser Lockdown-Light nicht umsetzbar ist, wie soll das in Berlin-Neukölln funktionieren? Wie soll es in Frankfurt funktionieren? Also in beiden Städten war ich jetzt in den letzten Wochen. Ich kann es mir ganz einfach nicht vorstellen. Also das ist vollkommen illusorisch. Der Alexander Kekulé, der Virologe, hat es auch ganz gut gesagt. Also dort, wo es jetzt Sinn machen würde, um Infektionsketten zu unterbrechen, das sind allesamt Fälle, die im privaten Bereich liegen. Und genau das ist natürlich der Bereich, wo der Staat jetzt auch zum Glück keinen direkten Einfluss drauf hat. Auch wenn solche Leute wie Karl Lauterbach jetzt davon träumen, dass auch im privaten Umfeld dort Kontrollen stattfinden und das Denunziantentum ja momentan auch wieder auf dem Vormarsch ist. Aber das geht ganz einfach realistisch nicht. Was getan wurde, wurde getan. Also ich meine, wer jetzt immer noch nicht weiß oder glaubt, dass ja Corona eine potenziell schwere Krankheit ist, vor allen Dingen, wenn man Angehörige der Risikogruppen ansteckt, dass es auch natürlich massive Schäden verursachen kann, der wird das jetzt auch in den nächsten Wochen nicht mehr lernen. Und da müssen wir jetzt ganz einfach durch, so dramatisch es ist. Aber andererseits, es gibt ja auch kein positives Gegenbeispiel. Was man vielleicht nennen könnte, das sind dann Länder wie China, Länder wie Neuseeland, die allerdings überhaupt nicht mit Deutschland vergleichbar sind. Inwiefern also, nicht vergleichbar? Ja, Neuseeland erstmal wegen der Insellage, das ist klar. Okay. Ich meine, wir haben offene Grenzen. Ich glaube, in China gibt es nicht so viele chinesische
Arbeiter oder Selbstständige, wie auch immer, die im laotischen Grenzgebiet leben. Okay. Pendler, richtig. In Deutschland ist es ganz anders. Ich muss mich nur in meinem persönlichen Freundeskreis umgucken. Einer arbeitet, lebt im Elsass, arbeitet 20 Kilometer weiter in Rheinland-Pfalz. Einer wohnt in Deutschland, arbeitet in Holland und so weiter und so fort. Also es ist für mich auch gar nicht vorstellbar, auch dass in, ja, die offenen Grenzen innerhalb der EU, dass man die, es müsste ja auf Dauer gemacht werden. Das ist ja klar, da helfen jetzt keine 2 Wochen Lockdown, sondern das müsste dann auf Dauer gemacht werden, wenn man wirklich das Ziel haben sollte, die ja, Seuche auszumerzen, zu beseitigen. Da müsste man sich auf Dauer einschotten. Neuseeland macht das. Ja, das ist, ich meine, aufgrund der geografischen Lage ist es vielleicht umsetzbar. Ich habe mich zu wenig damit auseinandergesetzt, aber in einem Land wie Deutschland geht das nicht. Und China geht halt mit ganz anderen ja, Methoden vor. Da haben wir halt den absolut gläsernen Bürger. Wenn dort mal ein Covid-Fall auftaucht, wird die ganze Nachbarschaft und in China die Nachbarschaft, das kann dann auch gleich mal 150.000, 250.000 Leute sein, werden halt eingekesselt. Allesamt wird ein Massentest gemacht. Und wer innerhalb dieses, ja, dieses Ansteckungszeitraums diese Nachbarschaft noch verlassen hat, egal, wo man hin ist, mit der Bahn oder mit dem Flieger, ist ja in China alles persönlich nachvollziehbar. Der wird sofort dann aus dem Verkehr genommen und wieder eingefangen. Das ist in Deutschland, ja, zum Glück haben wir diese Überwachung nicht. Daher ist es für mich unvorstellbar, also dass ein solches... Darf ich da mal dazwischen? Ja, dazwischen ja klar, dazwischen. Natürlich. Okay, jetzt gehe ich mal ein bisschen in die Verschwörungsecke. Du sagtest gerade, Gott sei Dank, das haben wir hier bei uns nicht. Wir haben aber beide gesehen, dass so gewisse Überwachungstendenzen auch bei uns ganz gerne gesehen würden, staatlicherseits. Mhm. Und wärst du überzeugt davon, dass das bei uns nicht trotzdem kommt? Überhaupt nicht. Wenn gar nichts anderes geht. Ich versuche mal was anderes zu machen. Und zwar diese Lockdown-Geschichte, was mich... Mhm. Das ist irgendwie so eine gewisse Unlogik, aber okay. Ich habe mich heute Nacht mit einem Allgemeinmediziner unterhalten. Und ich habe ihn dann gefragt, wie siehst du das? Die Zahlen steigen, wir machen einen Lockdown, um die Zahlen wieder nach unten zu kriegen. Dann kriegen wir die Zahlen nach unten, wobei ich genau weiß, die Regierung und unser Söder hat überhaupt keine Exit-Strategie. Die Zahlen gehen wieder nach unten. Wir machen auf. Der Lockdown ist wieder beendet. Juppidupidu. Die Zahlen gehen automatisch sofort wieder nach oben. Was kommt als nächstes? Wir sind doch ewig in einer Welle. Zusperren, aufsperren, zusperren, aufsperren. Und ja, was sagte mir der Allgemeinmediziner? Ja, was wundert dich das? Wir warten alle auf den Impfstoff oder auf die dementsprechenden Medikamente. Jetzt sind wir schon wieder beim anderen Thema. Impfstoff. Was ist deine Einschätzung? Man hört ja, oh, so schnell geht's nicht. Kekulé lässt sich da gerade nicht so aus, aber es gibt ja ein paar, die sagen, na ja, ich habe die Stimmen noch im Ohr. Ende des Jahres wird der erste Impfstoff kommen. Dann kamen seriösere Quellen, die sagten, nee, wird nichts werden. Ihr müsst bis Mitte nächsten Jahres warten. Mhm. Wenn alle Tests gut laufen, dann könnte das funktionieren. Aber ein vernünftiger Impfstoff braucht immer etwas länger als bis Mitte nächsten Jahres. Wie ist deine Einschätzung? Du bist da näher dran. Ja, ich habe auch ein paar Artikel dazu geschrieben. Da müssen wir uns auch erst einmal müssen wir da differenzieren, wie wir das unter uns überhaupt vorstellen mit dem Impfstoff. Es ist ja ein Unterschied, ob der Impfstoff hier zugelassen wird. Und das ist das Datum, von dem immer gesprochen wird. In den USA spricht man bereits von übernächster Woche, was ich jetzt neulich gelesen habe. In der EU wird es ein bisschen länger dauern. Aber das heißt ja nur, dass der Impfstoff erstmal zugelassen wurde. Dann muss der natürlich auch erstmal produziert werden. Dann muss er verteilt werden. Zu den Risiken und Nebenwirkungen komme ich dann gleich noch, dieser Impfstoffe. Aber erstmal das ganze Logistische. Wer bekommt zuerst den Impfstoff? Das werden dann höchstwahrscheinlich Mitarbeiter des Gesundheitssystems und Angehörige der Risikogruppen sein. Bis aber so eine richtige, ein relevanter Teil der Bevölkerung geimpft wurde, sagen wir mal mehr als 50%, mal unter der Voraussetzung, dass sie es überhaupt wollen, dass diese Infektionsketten so ein bisschen
abgeschwächt werden. Da reden wir von ganz anderen Zeiträumen. Da ist also, dass es Ende nächsten Jahres soweit sein kann, das wäre noch sehr, sehr, sehr optimistisch. Dann kommt hinzu, dass wir über diese Impfstoffe noch viel zu wenig Informationen haben. Also nach allem, was ich recherchieren konnte, sind so die aussichtsreichsten Kandidaten. Bei denen ist in der Tat, haben die wohl eine recht gute Wirkung, was die Verhinderung von schweren Verläufen angeht. Aber... Das ist ja kein Impfstoff. Nee, schon klar, aber das wäre ein Medikament, das man zumindest zur Verringerung der Ausbreitung, wenn er im Krankenhaus liegt, der Patient, gibt man ihm das Verdünnungsmittel. Also bei den Impfstoffen, das führt also dazu, also ich bin jetzt kein Mediziner, kann das jetzt nicht mit den richtigen Fachwörtern erklären, aber mal vereinfacht gesagt, so im unteren Atemtrakt, der ist ja relevant für die Schwere der Verläufe. Da hat es wohl eine ganz gute Schutzwirkung, da werden die Viren ganz gut bekämpft, aber im oberen Atemtrakt, also Nase, Mund, da findet das gerade eben nicht statt. Bei privaten Versuchen haben sie das ganz gut beziehungsweise schlecht dokumentiert, dass da die Wirkung wohl relativ miserabel ist. Was auf gut Deutsch heißt, dass die Leute, die geimpft sind, die sind weiter infektiös. Denn die ganze Infektionskette, die geht über die oberen Atemwege, findet die statt. Ich meine, es ist ja schon schön, wenn keine schweren Verläufe mehr sind, dann kann man sagen, die Krankheit hat damit ihren Schrecken verloren, stirbt keiner mehr dran, alles in Ordnung. Aber wo ich gerade darüber sprach, diesen ganzen Zeitraum, bis es dauert, bis alle geimpft sind, wenn man sich vorstellt, dass auch die Leute, die geimpft sind, während dieses Zeitraums noch weiter infektiös sind, es sind ja sowohl die gesundheitlichen und epidemiologischen Folgen sind da ganz andere, als auch die Logik, die hinter den Lockdown steckt. Denn dann heißt es natürlich nicht, dass wir die Maßnahmen dann wieder beenden können, wenn die Risikogruppen erstmal geimpft sind, denn die sind ja weiter infektiös und im Grunde die ganze Begründung, die wir jetzt haben, bis auf die Intensivbetten, das dürfte sich dann entspannen. Aber alle anderen Faktoren, die bleiben ja gleich. Das ist jetzt der Tobak. Das ist stark. Aber ist leider so, wird auch viel zu selten darüber gesprochen. Also diese die Hoffnung, die man an den Impfstoff hat, dass die unter Umständen jetzt gar nicht in dieser Form sich erfüllen lassen durch die Impfstoffe, die momentan entwickelt werden. Es wird eine zweite, dritte Generation geben, die das hinbekommt, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber diese erste Generation, die leistet das zumindest noch nicht. Also das vor allen Dingen, also jetzt die Impfstoffe, über die ich da die Daten aus den Studien mir angeschaut haben, sind vor allen Dingen von AstraZeneca und also die Oxford, diese Oxford-Entwicklung und vom deutschen Unternehmen BioNTech, die das zusammen mit dem US-Pharma-Multi Pfizer machen. Das sind ja momentan diejenigen, die dort zumindest in der westlichen Hemisphäre am weitesten sind. Und auf die beiden trifft das leider zu. Aber dann halt man nochmal fest. Also Und einen Punkt wollte ich noch ganz wichtig anbringen. Ich weiß nicht, ob du das, oder willst du jetzt darauf hinaus auf Nebenwirkungen? Denn das Problem ist natürlich, dass die Zulassungsphase, dass die teleskopiert wurde, wie es so schön heißt, auch so ein schöner Euphemismus, also sie wurde massiv abgekürzt, sodass es unglaublich schwer ist, seltene Nebenwirkungen festzustellen und unmöglich ist, Langzeitfolgen oder Schäden, in diesem Fall Langzeitschäden dieser Impfstoffe, festzustellen. Und dann haben wir immer noch das Problem, dass, dass zumindest die, auch in der westlichen Hemisphäre, die Impfstoffkandidaten, das sind allesamt neue Technologien, die so noch nie für einen Impfstoff eingesetzt wurden. Ich wollte mal zur Krebsbekämpfung, gab es da mal Projekte beispielsweise, bei AIDS gab es da Projekte, die übrigens beide gescheitert sind, wo mit solchen Virenvektoren gearbeitet wurde. Das hat alles nicht so toll geklappt in der Vergangenheit und jetzt wollen wir hunderte Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Menschen mit diesen Impfstoffen denen halt die Impfen tief abreichen. Ich bin nun weiß Gott kein Impfkritiker, ganz im Gegenteil, aber das macht mir dann schon Sorgen, denn selbst wenn wir bei dieser Menge der Leute, die dort geimpft werden, selbst wenn wir dort sehr seltene Nebenwirkungen haben, sagen wir mal einer auf 100.000, das ist in der Pharmazeutik ist das eine sehr, sehr seltene Nebenwirkung. Wenn wir allein in Deutschland jetzt 40, 50 Millionen impfen, kann man sich selber ausrechnen, wie viele Fälle das dann sind. Und das ist halt dann das Problem, wenn es jetzt nur darum ginge, Leute, die jetzt wirklich der
dem Kern der Risikogruppe angehören. Sagen wir jetzt mal 90-Jährige, die ja multimorbide sind, wie es so schön heißt. Ist das vielleicht nicht so dramatisch, ob die jetzt in 2 Jahren eine partielle Lähmung bekommen? Das kann man vielleicht, weil in dieser Gruppe ist ja das, die Gefährdung durch Covid-19 auch exorbitant hoch fürs Leben. Das kann man dann vielleicht noch in so einer Abwägung sagen, nehmen wir hin. Aber wenn wir jetzt von einer Impfung für die gesamte Bevölkerung sprechen, für Jugendliche, für ja junge Leute, die eigentlich kerngesund sind und bei denen die Impfung jetzt auch nicht den großen Benefit bringt, denn diese Leute sind halt durch Covid-19 nicht massiv gefährdet, ganzen Zahlen sprechen zumindest davor. Wenn mal jemand dran stirbt, ist es wirklich eine extreme Ausnahme. Auch die Sache mit den die Nebenwirkungen sind extrem selten, dieses Long-Covid, über das immer gesprochen wird. Also es sind wirklich sehr, sehr seltene Fälle. Und wenn wir das dann vergleichen mit den potenziellen Risiken eines nicht ausgereiften Impfstoffes, da wird mir schon so ein bisschen Angst und Bange, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Also dann halt man noch mal fest. Also das sind immerhin unangenehme Erkenntnisse, die man ja im normalen Politikeralltag in den Nachrichten, in den Talkshows ja gar nicht mitkriegt. Zum einen. Du musst mal schon sehr genau hinhören. Ich meine, die Informationen sind allesamt, die sind allesamt verfügbar und stammen auch allesamt aus seriösen Quellen, also meistens aus den Studien selber, beziehungsweise aus Wissenschaftsjournalen. Problem ist bloß, vielleicht kommen wir da gleich noch drauf, dass die Medien da, gerade bei diesem Thema, ich meine, wer die Nachdenkseiten kennt, weiß, dass wir das auch bei sehr, sehr vielen anderen Themenbereichen ankreiden, aber gerade bei diesem Thema auch äußerst selektiv sind und äußerst meinungsstark sind. Ja, ja, und in dem anderen Fall sehr zurückhaltend. Also ja, ja, mal, ja. Du wirst geimpft, bist aber trotzdem infektiös. Jetzt sieht man das auf die Zeitspanne, wann wer geimpft wird. Dann kommt als nächstes Nebenwirkungen. Naja, wenn er nicht ausgereift ist, wieder ein unangenehmes Potenzial bei der Geschichte. Okay, das sind immerhin 2 Erkenntnisse oder Tatsachen, die du recherchiert hast, wo man sagt, toll. So, jetzt kommen wir aber auf die Presse. Du hast ja vorher, ich fange es mal anders an, aber dann bin ich automatisch bei der Presse, und zwar du hast vorher 2 Namen genannt. Den einen, der hängt einem schon zu den Ohren raus, das ist Karlchen überall, also Lauterbach. Ja. Und der zweite ist Kekulé. Kekulé durfte ab und zu mal in einer Talkshow auftauchen. Lauterbach ist eigentlich ständiger Gast bei Lanz. Und wenn das nicht hilft, dann twittert er auf Teufel komm raus mit allen möglichen Geschichten. Der letzte Gag war ja erstmal, ja, lass die Polizei doch in die Privatwohnungen kommen. Er ist zwar wieder zurückgerudelt, ja, das war mir klar, die Unverletzlichkeit der Wohnung, aber ist ja wurscht. Hauptsache draußen Aufmerksamkeit. So, jetzt sind wir bei der Presse. Warum ist das so, dass bestimmte Experten gemieden werden? Andere Experten werden rauf und runter zitiert und eingeladen. Und warum erfüllt die Presse mittlerweile ihren Auftrag nicht mehr, dass sie beide Seiten einigermaßen abwägend, dass sie darüber berichten sollte? Warum ist es bei uns nur, und das ist ja nicht etwas, was nur wir beide festgestellt haben. Das weiß ja jeder. Das kann jeder, der ohne Scheuklappen durch die Welt marschiert, sieht das. Okay, nur noch staatstragend. Alles, was der Staat sagt, es wird nichts mehr hinterfragt. Und vor allen Dingen, wo man vielleicht eine gewisse Unwucht erkennt, da wird erst gar nicht drüber gesprochen. Warum ist das so? Du warst selber früher bei einem Blatt in Berlin, ich sage jetzt nicht welches. Also du kennst das ja auch aus der inneren Anschauung heraus. Kennst auch genügend Kollegen, das weiß ich. Warum ist das so? Haben die, was man immer hört, haben die Angst um den Job? Oder ist es das wirklich? Oder sind die im Kopf bereits so formatiert, dass es anders gar nicht mehr geht, dass sie Nebengeräusche gar nicht mehr empfinden, gar nicht mehr mitkriegen? Also der ganze Fragenkatalog, den du gerade eben hattest, der ist so komplex, da müsste man eigentlich ein ganzes Buch drüber schreiben, dass das wirklich jetzt unmöglich. Das wäre ja was für dich. Das wäre was, das stimmt, ja. Das ist richtig, ja. Müsste ich mal beim Verleger sagen. Okay.
Bestimmt ganz interessant. Du hast da unglaublich viele Gründe. Also erstmal hast du dieses Phänomen der Hauptstadtblase. Ich meine, klar, die meisten, gerade die auflagenstarken Medien, die kommen allesamt aus Berlin. Mit wem gibt man sich dort als, ja, vor allem die großkopferten Journalisten geben sich ja entweder mit ihresgleichen oder halt mit den Spitzen aus der Politik, mit den Spitzen des Lobbyismus, die ja auch dort in diesem Hauptstadtsektor inflationär auftauchen. Das sind so die Gesprächspartner. Und man ist sich in den weitesten, man ist sich bei den wichtigen Themen, ist man sich weitestgehend immer einig. Da gibt es kaum Debatten, kaum einen kritischen Ansatz, ganz einfach, weil er innerhalb dieser Kreise auch gar nicht vorhanden ist. Da gibt es kaum einen kritischen Ansatz. Ganz anders als früher, als es so zu grundlegenden Themen auch noch grundlegend unterschiedliche Positionen gab. Die gibt es ja heute nicht mehr. Und es ist erstaunlich, wie einförmig gerade eben in den großen Zeitungen zu diesem Themenbereich dort die Positionen sind. Mal Faktor 1. Faktor 2 ist natürlich, ist klar, das trifft jetzt mehr die kleineren Journalisten, auch die ganzen freien Mitarbeiter. Man will Artikel verkaufen, man lebt davon, ist vollkommen klar. Die müssen halt der Chefetage gefallen. Und wenn die Chefetage schon dermaßen vorprogrammiert ist, gefallen denen nun mal kritische Artikel eher weniger. Es gibt natürlich immer auch diese Feigenblatt-Journalismus, beispielsweise einen sehr, sehr kritischen Artikel zur ganzen Impfthematik auf Covid-19 bezogen, gab es im Printspiegel. Allerdings, wie viele Leute mögen den gelesen haben, ich weiß es nicht. Also der Printspiegel, er hat ja nur eine große Auflage, noch. Problem ist bloß, das wird überhaupt nicht auf das Massenmedium Spiegel Online übertragen. So als würden die Kollegen bei Spiegel Online die kritischen Artikel in ihrem eigenen Printmagazin entweder nicht lesen oder nicht zur Kenntnis nehmen. Wahrscheinlich eher Letzteres. Das kommt hinzu. Dann kommt noch hinzu, dass wir momentan die eigenwillige politische Konstellation haben, dass die einzige Partei, die jetzt wirklich maßnahmenkritisch ist, bis ins Mark ist, mittlerweile, am Anfang war es anders, ist die AfD. So, und dann haben wir ja diesen komischen Mechanismus, ich nenne es immer Deppendialektik, alles, was die AfD macht, ist falsch. Gut, ich stehe der AfD selber sehr, sehr, sehr kritisch gegenüber. Aber wenn die AfD jetzt beispielsweise sagen würde, wir brauchen höhere Renten, dann heißt das ja nicht automatisch, dass die Forderung nach höheren Renten Quatsch ist. Im Gegenteil. Und jetzt haben wir die Situation, dass vor allen Dingen das ganze linke politische Spektrum da nicht nur seinen Burgfrieden mit Merkel geschlossen hat, sondern in einigen Punkten ja sogar noch weitergeht als sie. Und das ist halt wo keine Debatte stattfindet, wo soll da dann im dialektischen Prozess dann eine vernünftige Meinungsbildung bei den Meinungsmachern stattfinden? Das ist wirklich verhext, ist das. Dann haben wir noch, was auch noch hinzukommt, steht damit ein bisschen im Zusammenhang, dass die ganze Kritik an den Maßnahmen jetzt auch so verschlagwortet wurde unter Covidioten und Querdenker. Du hast es ja in der Einleitung bereits gesagt. Und dass sich da kaum wer mehr traut, aus der Deckung zu kommen. Wir hatten jetzt in der jüngeren Vergangenheit beispielsweise einen Fall, dass Jan-Josef Liefers, großer Schauspieler, ein sehr differenziertes Statement zu den Maßnahmen und den Folgen für den kulturellen Sektor abgegeben hat. Schon kam auf Twitter der berühmte Shitstorm, der ihn dann in eine Namensreihe mit Leuten wie Attila Hildmann oder Michael Wendler gebracht hat, was komplett absurd ist, da es wirklich ein differenziertes Statement war. Ich meine, ich erlebe das ja auch, mir ist es egal, also bei den Nachdenkseiten irgendwann hat man einen dicken Panzer, dass sobald ich irgendwas Kritisches schreibe, dann wieder so ein paar vereinzelte Fälle kommen, die mit Covidioten und Attila Hildmann kommen. Es ist so albern, ist das. Andererseits, der Spiegel weiß solchen Leuten wie Attila Hildmann, gibt denen auch die Bedeutung, mit denen auf den Waldspaziergang zu gehen und daraus einen zweiseitigen Artikel für den Printspiegel wohlgemerkt zu machen. Also das sind Sachen, die verstehe ich dann auch nicht. Die gesamte Protestbewegung und wird über einen Kamm geschert. Sie werden als Reichsbürger, Idioten, Esoteriker und was weiß ich nicht dargestellt. Und dass da natürlich jetzt sich sehr, sehr viele Leute
Personen des Zeitgeschehens, wie man es so schön nennt, sich ganz einfach nicht trauen, sich da mal kritisch zu äußern. Das kann ich sogar verstehen. Man hat ja gesehen, beispielsweise, wie es dem Thomas Berthold ergangen ist, der auf so einer Querdenker-Demo dort gesprochen hat. Ja. War gleich wieder verbrannt. Bösen Wikipedia-Eintrag und alles, was dazugehört. Das ist also, ja, eine ganz, ja, subtil ist es nicht wirklich. Es ist eigentlich eine brachiale Methode der Meinungsunterdrückung. Oder jetzt der Rechtsanwalt Heinz von den Querdenkern, den zum Beispiel, ja, dem es gekündigt, in einem unglaublichen Brief dort gekündigt haben. Oder ist, der Versuch, ich glaube, der Versuch wird unternommen. Also derjenige, der den Brief geschrieben hat, der wird sich einsetzen, dass ihm die Lehrbefugnis entzogen wird. Genau, richtig. Ja. Es gab aber zaghafte Versuche sogar der Öffentlich-Rechtlichen. Das würde ich jetzt gar nicht unter Feigenblatt abtun, sondern da gab es beim WDR, gab es mal so eine Talksendung mit Bürgern, da ging es anscheinend anständig zur Sache und dann wurde die natürlich hinterher niedergebügelt. Habt ihr denn da die Leute nicht handverlesen ausgesucht und so weiter und so fort. Also alles das, was man sonst nicht wünscht, das hatte man bei dieser Sendung gewünscht, dass diese, das eine ist die veröffentlichte Meinung und dann kam plötzlich die wirkliche Bürgermeinung und das über eine sehr interessante Sendung, die gerne gesehen wird und da ging es richtig zur Sache. Interessant ist dabei auch, wie sich unsere sozialen Medien verhalten. Da gibt es ja auch noch einen Fall, jetzt wieder die ARD, die hatte mal eine Sondersendung, die kam bei allen Leuten relativ gut an, weil sie sich, ich sage jetzt nicht der Wahrheit angenähert hat, sondern etwas allumfassender berichtet hatte, als es sonst bei der ARD zu finden war. Sehr gut, viel Lob, aber irre zerrissen. Und jetzt kommt's. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Jeder, der diese Sendung bei Facebook eingestellt hat als Verlinkung, zack, gibt es immer das graue Fenster von Facebook. Ja. Achtung, irgendjemand hat festgestellt, das entspricht nicht den Fakten, wie auch immer. Und das sogar bei einer Sendung des öffentlichen rechtlichen Rundfunks. Also es ist irre. Das ist eine unglaubliche Anmaßung, ist das. Das ja, eigentlich sind Software-Schnittstellen wie Twitter oder Facebook, dass die sich anmaßen, dort einen Faktencheck zu unternehmen, indem sie ja gestandene Journalisten mal kurz so auf das Niveau von irgendwelchen ja dummen Grundschülern runtersetzen und ja so ein Meinungsmonopol dort sich selber zuweisen. Das ist absolut unverständlich, ist das. Gerade was du angesprochen hast, diese beiden Sendungen, ich weiß nicht, was gerade bei meinem vorherigen Statement so rauskam, ich will ja keine generelle Journalisten-Shade betreiben, um Himmels Willen. Ich weiß, ich kenne ja auch viele aus der Branche, viele Kollegen, die meistens so im subalternen Bereich als normale Redakteure, als normale Journalisten arbeiten. Der Fisch stinkt vom Kopf her. Und da haben wir jetzt zwei Fälle gehabt. Ich kann es mir eigentlich auch nicht anders vorstellen, dass sowohl bei der Böttinger-Sendung als auch bei der ARD-Aktuell-Sendung, dass man doch halt den eher selteneren Fall hat, dass die Programmverantwortlichen ganz einfach das durchgewunken haben, was auf Redaktionsebene dort vorgeschlagen wurde, konzipiert wurde. Und in beiden Fällen ging das Ganze dann ja danach, hat das Ganze ziemlich Wellen geschlagen. Und wenn erstmal beim WDR der große Intendant, ist glaube ich momentan eine Frau, ne? sich dafür rechtfertigen muss, man kann sich natürlich vorstellen, was das dann die Folgen auf redaktioneller Ebene sind. Das macht man nicht nochmal, wenn der Big Boss sich dafür rechtfertigen muss. Und das ist natürlich so dieses vergiftete Klima dann auch innerhalb der Redaktion, das natürlich dann auch zu dieser massiven Einengung führt und Debatten allgemein scheut, vor allen Dingen kontroverse Debatten. Es geht ja nicht nur um Covid-19, aber Covid-19 ist da ein sehr, sehr prägnantes Beispiel. Es gibt ja so einen Kalenderspruch, eine Krise bringt immer das Beste im Menschen hervor. Was wir gerade besprochen haben, ist ja eigentlich das Schlechteste. Es bringt ziemlich schlechte Geschichten für die Demokratie hervor. Richtig. Und wenn du... Ich glaube, der Kalenderspruch stimmt auch nicht. Ja, okay.
okay, ja, ist klar, aber man zitiert es jetzt gerne. Ne? Ja, ja. Wenn du jetzt nicht noch etwas hast, wo du sagst, Moment, da ist der alte Mann aus Bayern nicht drauf eingegangen, das will ich aber noch loswerden, dann würde ich dich zum Ende unseres Gespräches fragen wollen, siehst du irgendwo, wieder ein Kalenderspruch, Licht am Ende des Horizonts, wird sich was verbessern oder leben wir weiterhin in ekelhaften Zeiten, sowohl gesundheitsbedrohlich wie auch gesellschaftlich? Wird sich da was ändern oder wie schätzt du das ein? Ja, das Licht am Ende des Tunnels würde ich auch gerne sehen und gebe mir auch große Mühe, da mal irgendwie etwas zu, ja, mir zusammen zu fantasieren, dass es dieses Licht am Ende des Tunnels gäbe. Aber realistisch muss ich ganz einfach sagen, dass ich da sehr, sehr pessimistisch bin. Wie gesagt, Covid-19, das Thema wird uns noch ja, länger beschäftigen. Wir werden jetzt auch Maßnahmen hin, Maßnahmen her im Winter sehr, sehr hohe Infektionszahlen haben. Vielleicht gibt es sogar eine angespannte Situation, das weiß man momentan noch nicht, auf der Intensivstation. In den Nachbarländern ist es ja schon so. Und dann möchte ich nicht wissen, wie unsere Politik darauf reagiert. Ob sie jetzt einfach sagt, okay, wir sind die Hände gebunden, wir können da jetzt einfach nicht mehr machen, wenn wir ernsthaft Risiko der Krankheit und die Kollateralschäden miteinander abwägen, ja, wie wird sie reagieren? Meine Vermutung ist fast, dass wir, ja, je nach Definition, einen zweiten oder dritten harten Lockdown dann noch bekommen, und ja, was der für Folgen dann für unsere Gesellschaft ökonomisch, sozial, sozioökonomisch, publizistisch, wie auch immer haben wird, da bin ich ja sehr, sehr pessimistisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch ja, das Vertrauen der Leute in den Staat, Gott, ich möchte es nicht allzu weit theoretisch ausholen, aber der Staat, den wir haben, ist ja so der basiert so auf diesem Gesellschaftsvertrag, den Montesquieu damals mal so formuliert hat. Also der Staat sind wir. Ein idealer Staat für mich muss in erster Linie, sollte solidarisch sein. Und gerade eben das sehen wir ja bei der ganzen Corona-Krise, dass das Erste, was dort komplett fallen gelassen wurde, das war der Grundgedanke so an die Solidarität, an die ja, sozial Schwachen ist ein scheiß Wort, weil die sind ja nicht schwach, sind ja nicht sozial schwach, sie sind in einer prekären Situation. Gerade die sind ja diejenigen, die durch diese ganze Krise die größten Nachteile haben, die eigentlichen Nachteile haben. Als Beamter, als ja Lockdown-Elite, als auch ich als freier, frei bin ich nicht, als angestellter Redakteur mit Homeoffice, habe da keine ja wirtschaftlichen Nachteile dadurch. Ich als Rentner auch nicht. Als Rentner auch nicht. Ja, das wird nicht pleite gehen. Nee, da wird es auch noch Spätfolgen geben, da die Löhne ja sinken, an denen sich die Renten bemessen. Aber das ist jetzt alles nicht so fürchterlich dramatisch. Gemessen an den Leuten, ja, die sich teilweise ja das Leben nehmen oder halt jegliche Hoffnung verloren haben. Und wenn das jetzt noch mindestens ein Jahr länger weitergeht und wir vielleicht sogar noch in so einen wirklich harten Lockdown, so à la Frankreich gehen, dann, also die Folgen für unser Zusammenleben, für unsere Gesellschaft, auch für das politische System, sind meines Erachtens verheerend. Also es kann sein, dass wir nächstes Jahr irgendwie in einer neuen Bundesrepublik aufwachen können. Das kann ja sein. Ja. Okay, man weiß es ja, Krisen ziehen ja auch so leichte revolutionäre Geschichten nach sich. Und das wollen wir ja alle nicht haben. Und wenn man sich dann fragt, warum könnten wir überhaupt so weit gekommen sein, dann würde ich sagen, liegt es vielleicht an den Leuten, die rein politisch über unser Schicksal zu entscheiden haben? Verstehen die irgendwas falsch? Oder haben wir im Laufe der letzten Jahrzehnte, war uns das wurscht? Hauptsache es war einer auf dem Wahlzettel gestanden und den haben wir dann gewählt.
Habe ich große, genau. Das hast du gerade auch sehr schön gesagt. Ja, um was geht es denen eigentlich? Wir beispielsweise, es wird ja auch immer von den Medien so schön darauf rekurriert, Angela Merkel ist Physikerin, die kennt sich in Mathematik aus, die versteht, was Herr Drosten beispielsweise sagt. Das ist richtig. Aber gerade bei der Kanzlerin habe ich so das Gefühl, dass dieses ja, Fokussieren, Schielen auf die infizierten Zahlen und dass das Ignorieren, ja, das ist eine Empathielosigkeit, könnte man es eigentlich nennen. Also dass der Blick auf die ganzen Kollateralschäden, auf die sozialen Verwerfungen, die dadurch ausgelöst werden, dass das bei ihr sehr, sehr unterentwickelt ist. Ja, was ein großes Problem ist. Die ganze Debatte wird immer nur unter der ja, Prämisse geführt, wie kann ich die Infektionszahlen in den Griff bekommen. Und es wird halt komplett ignoriert, dass das eine Größe ist von vielen, die wir beachten müssen. So bei der Lockdown-Entscheidung im Frühjahr, es wurden keine Soziologen, keine Lehrer, keine ja, Fachkräfte für Altenpflege dazu konsultiert. Also nichts Interdisziplinäres. Nichts Interdisziplinäres. Es ging nur um eine Eindämmung dieser Infektion. Ja, natürlich kann ich diese Infektion mit brachialen Methoden, wenn auch nicht verschwinden lassen, aber zumindest eindämmen. Das geht klar, aber es gibt ja auch diesen schönen Spruch, wenn die Medizin tödlich ist als die Krankheit, ist das keine gute Therapie, sinngemäß. Und genau das ist momentan mein Eindruck, dass die Medizin zumindest potenziell gefährlicher ist als die Krankheit. Und das ist doch ein ja, Weg, der wohl auch in die falsche Richtung geht. Okay. Und auch was und auch ja, es gibt wenig Daten, auf die wir uns da momentan stützen können. Was heißt wir? Die Politik sich momentan stützen kann auf die Maßnahmen, die sie dort durchführt. Nur mal dieser ja viel zitierte Schweden-Vergleich. Schweden hatte im Anfang, klar, weil sie es nicht geschafft haben, die Risikogruppen wirklich zu schützen, obwohl sie es sich vorgenommen haben. Das kann man als Versagen deuten, das ist richtig. Aber gerade wenn ich mir dort jetzt die jüngeren Zahlen angucke, scheint das Modell jetzt nicht so fürchterlich schlecht zu sein. Vor allen Dingen verglichen mit anderen europäischen Ländern, zumal es ja im Kern komplett anders ist, auch ja, von der Politikideologie dem Bürger mehr zu vertrauen, das Ganze mehr über Eigenverantwortung zu regeln als über den Staat, finde ich eigentlich sehr interessant, dass es dort zumindest jetzt nicht diese katastrophalen Auswirkungen gibt, die man sich, wenn man sich jetzt nur die deutschen Medien verfolgt und das Ganze auf Deutschland bezieht, die uns da immer an die Wand gemalt werden. Andererseits Länder, wo es momentan ganz fürchterlich aussieht, Belgien zum Beispiel, ist nun kein Land, wo es jetzt keine harten Maßnahmen gab. Also die empirischen Ergebnisse aus dieser Lockdown-Politik, die sehe ich ganz einfach nicht. Und da wird auf einer sehr, sehr mageren Erkenntnisbasis werden momentan politische Entscheidungen getroffen, deren Wirkungen massiv sind. Und eine gesellschaftliche Debatte findet dazu nicht statt. Ja, okay. Das ist okay. Also, du hast mich jetzt richtig runtergeholt. Aber das wollte ich nicht. Das nein, wollte ich nein, nicht. Nein, ich war schon unten, so ist es nicht. Das habe ich jetzt nur gesagt, um meinen Schlusssatz gut runterzubringen. Also, wenn du. Ja, bei dem darf man natürlich auch seinen Optimismus nicht verlieren. Und vor allen Dingen, was ganz, ganz wichtig ist, wir beobachten ja momentan auch so eine Radikalisierung der Gesellschaft. Und vor allen Dingen, das Ganze geht nur noch in zwei Richtungen. Entweder man ist komplett Gegner oder man dagegen. Ja, oder komplett dafür. Und mit der Gegenseite man spricht nicht mehr mit der Gegenseite und übertrifft sich nur noch gegenseitig. Nee, das soll. Man schmeißt Molly aufs RKI und die einen schmeißen Molly aufs RKI, die anderen bezeichnen alle Leute nur noch als Aluhüte, die auch nur einen Hauch von Kritik äußern. Da sollten wir zumindest so optimistisch sein, auch für die Zukunft. Wir müssen danach auch noch alle zusammenleben, dass wir uns da mal ein bisschen zusammenreißen und mal versuchen, mal so eine differenzierte Debatte zu führen. Das geht ja. Das muss ja gehen. Also okay, du hast jetzt einen versöhnlichen Schlusston angeschlagen. Ja, weil du so deprimiert warst. Ja, du hast mir jetzt den Wind aus den Segeln genommen, aber ich puste nochmal rein, ich mache es jetzt trotzdem. Also,
Wir haben jetzt die Situation in Deutschland besprochen. Am Schluss hast du noch ein bisschen Europa angeguckt und so weiter. Hier steht nicht alles zum Besten. So, und jetzt komme ich mit meinem nächsten schlimmen Beispiel zum Abschluss: Amerika. Da steht die Wahl an. Ich möchte nicht wissen, ganz egal wer gewinnt, was dann passiert. Dann haben wir nochmal einen neuen Brandherd, der die freie Welt wahrscheinlich irgendwie, da wird es uns die Augenbrauen hochziehen unter Umständen, denn irgendwas passiert da drüben, ganz egal wie die Wahl ausgeht. Und das noch in unserer Corona-Situation mit dem Hauen und Stechen und bist du nicht für mich, bist du gegen mich. Na danke, das macht Spaß. Okay, Jens, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Es war sehr lehrreich, interessant, nicht unbedingt frohstimmend, aber okay. Dann würde ich sagen, guck weiterhin in die Richtung Statistik, wie geht es denn weiter? Und ich kann nur empfehlen, jeder, der hier zugeschaut hat, okay, wir haben gerade erlebt, da gibt es einen kompetenten Gesprächspartner, der schreibt sogar noch kompetenter, ab in die Nachdenkseiten, lohnt sich immer. Danke. Genau. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. You are ready to wake up.